Einmal herzlich willkommen zur Studio und zwar LS22 Sportwörter mit Osman TV. Heute geht es wieder um einen ganz speziellen Mod. Und zwar heute mal wieder um einen Mod, der nicht ganz so fehlerfrei ist. Und zwar geht es heute um ein riesiges Eisenschwein von meinem Lieblingsmarkt mal wieder. Nur erstmal ein Studio, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber es gibt da relativ viele Mods von der Marke und deswegen, ja. Heute geht es um ein Eisenschwein, heute geht es um einen 8R2. 2009er, also riesiges Eisenschwein finde ich echt mega cool. Die Front cool. Warum nicht so ganz fehlerfrei? Ich würde den Mod ein bisschen mit Behutsamkeit spielen. Weil er wirft euch dezent viele Fehler hier rein in die Lok. Ich weiß nicht genau, was hier diese Fehler hier bedeutet, ehrlich gesagt. Aber es kommt bei jeder Konfiguration kommt hier ein Fehler drauf. Ja, deswegen bleibt man nicht so ganz fehlerfreie Mod, aber mein Gott, passiert auch mal. Genau, wir starten jetzt mal hier direkt rein. Link dazu ist in der Infobox bei FBM, schon ein bisschen länger draußen, scheinbar, aber ja gut. Der hat 285 PS, Lastschaltstufen, Lastschaltgetriebe, ehrlich gesagt, hä? 675 Liter Diesel, 4 Liter AdBlue, ich wusste gar nicht, dass jetzt 2009 AdBlue hatte, halt er nicht. 50 km wiegt 12,3 Tonnen. Also ein 6R wiegt 9,2 Tonnen. So, mit 300 PS. So als kleiner Vergleich schon mal. Kostet 156.000. Konfiguration können wir auswählen zwischen 470 Kilogramm Frontgewicht, 670, 870, 1010 Kilogramm. Diese Grundplatten waren sie die ganze Zeit. Dann haben wir so ein Gewicht und nochmal eine Fronthydraulik. Fronthydraulik 2, das ist die Fronthydraulik beim aktuellen 98R und Standard. Für die wäre es schöner, passt eben besser zu dem. Hat keine Frontzapfwelle, aber gut. Reifenvariante kann man natürlich aus inzwischen Standard, Wild. nein, Spaß, Standard Breitreifen. Weiter von Radgewichten, ja, weiter von Radgewichten, zwei Sorten. Also, es gibt hier dezent sehr, sehr viele. Ich finde hier schon wild. Und da irgendwie gefallen mir gut. Das Geile gibt es natürlich von Nokia auch. Von Michelin gibt es sogar mit Zwillingsbereifung. Und da könnt ihr euch natürlich reichlich austoben, Reifen auf Vorder, Zwillingsbereifung, Linksbereifung sogar. Das ist halt schon eine perfekte Maschine, um Siegerfest zu behaupten. Also, zweimal Michelin auch, okay. Hätte ich ja mehr Reifen aus, habe ich noch nie am Flipper gesehen gehabt. Das ist schon abnormal. Nochmal Michelin. Das sind jetzt Pflegeordnung, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die als Pflegeordnung eingetragen sind, aber gut. In der Silbertalburg. Ja, ich habe jetzt immer nicht alles vorgelesen, weil, ja, ich schaue da nicht drauf nach. So, Frontkotflügel. Die alten, die etwas teureren, gut, die neuen sind hier unten noch ein bisschen länger. Und nochmal die ganz, ganz alten. Das waren noch ganz, ganz alten hier. Die haben die 7R auch gehabt, glaube ich, ja. Area, das ist in auch hier hinten an den Kotflügel. Die arbeiten natürlich im Breitzeug. Na, die Reifen gefahren nicht. So. Ja. GPS. Safari 6000, Safari 3000, das alte. Das ist der neuere. Genau.
Und umwaschen. Natürlich, wenn, dann brauchen wir schon beide. Lenkgriff. Lenkknauf hier links am Lenkrad. Hier nochmal die extra Abarthscheinwerfer. Spiegel können wir natürlich einstellen. Wir nehmen mal hier die volle Hütte. Elektrisch verstellbar. Dann können wir die neue Front aussuchen. Ja, die Front wäre besser. Wir können natürlich den Motorausgang ändern auf von 285 PS auf. Ach, so. Auf Autopower-Getriebe. Und dann auf 312 PS Lastschaltstufen. Autopower. 339 Lastschaltstufen, Last geschaltet, natürlich auch Autopower und 366, 392, genau. Einmal mit Autopower. Gut, die Base kommt nochmal von meinem Zusatzmotor, wo ich es aktiviert habe. Nehmen wir mal so hier. Lastschaltstufen und mal mit die breiten Pellen hier. Also eigentlich für 400 PS 52.000 ist eigentlich voller Schnapper. Wie gesagt, er macht halt die ganze Lok voller Air aus. Ist halt da, wenn er was konfiguriert, was ändert. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber gut. So, Vollhydraulik natürlich. Von LaForge, eigentlich auch eine bekannte Marke eigentlich so. Axial-Pip von Michelin hier. Dingsbereifung hinten. Das sieht ja schon mächtig aus, Dingsbereifung. Ja, gut. Mein Textwerk kann ich schon ein bisschen streiten. Luft 4000 Liter. Also, das sind 4000 Liter eine Reifen drin. Hat hinten 5 Doppelgänger Steuergitter. Das haben die Duftanschlüsse. Genau. So, hier ist eine Palette hier drin. Ja, ich bin mal gerade so schön, egal, so schlecht, ehrlich gesagt. Gut, Texturen, wie gesagt, kann man sich streiten. Aber gut, setzen Sie mal rein. Von dann drin sieht es gerade was so schlecht aus. Also, da habe ich schlecht ausgesehen. Genau. Schauen wir mal kurz den Motor. Weiß ich auch gut da so. Ist ja fett hoch, ist auch relativ gut erkennbar. Ja, wenn er steht, hier ist es besser erkennbar. Gaspedal ist animiert. Bremse. Licht wird leider nicht so angezeigt. Wir können die Vorderachse ablassen und hochpumpen. Ja. Ist ja schon cool so. Und wir können unseren Sitz ein bisschen drehen. Der ist in echt ja genauso. Ist besser zu sagen. Musst du so weit nach hinten gucken, wenn du im Rücken bist. Guckst, drehst aber nur Kopf so minimal. Hinten ist halt besser beim Rücken, beim Nacken generell. Ja. Ist da ist schon. Na gut. Ein bisschen, das sind nur 53. Jetzt kommt echt alles wirklich. Moin. Alles sehr, sehr gut hin. Von Texturen her hier innen drin. Finde ich echt mehr gut. Mann, von außen, ganz im Ernst. Kann ich auch nicht beklagen. Weiß mal den, wo geschaltet ist. Ein bisschen Trainingsbereifung, das hat schon was Wichtiges hier. Gut, es ändert sich halt nur hier drin. Ah, doch. Alter, wie er die Dinge reinhaut. Also, krass. Gefällt mir. Leider ist hier der Joystick nicht animiert, aber hey, fände ich einfach so schlimm.
Ich fall jetzt halt mehr wieder die Gänge rein, Alter. So muss das. Ja, der will nach vorne. Aha. Aber wenn ich da vorne dazu kommt. Das war ja gerade nicht cool. Und da muss er auch noch. Oh, sorry. 19er Gang ist Ende im Gelände. Oh, was fällt kaputt? Ups. Also, wie gesagt. Mal ist ganz viel frei, wir müssen ein bisschen mit behutsam kalt umgehen. Ja, also irgendwie deutsches Wort, deutscher Satz, ich weiß nicht genau. Ja, genau, Link dazu findet ihr, wie es in der Videobeschreibung ist, bei FBM hochladen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, ciao, euer SunTV.